mein loses Erz ist weg. Ach du Schande. Oh. Und Wein. Nein, ich will keine Kaninchen bauen machen. Nein, 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 das ist nicht gut. Ich will keine Kaninchen zu den Jotun bringen. Scheiße, jetzt ist das ganze Erz weg. Das gibt's doch nicht. Ich fürchte, da muss ich mal an die Greifeneier. Ach so, man muss auch noch schnell sein. Ach, ich kann da nicht einen Haufen irgendwie von anlegen und gut ist. Nein, nein. Ach, in Ordnung. Gut, ich nehme ein Greifenei. Nehmen, laufen. Was ist das hier? Eins, Ei essen. Aha, nö. Gut, dass das Ei in Utweins Hand so groß ist, das ist auch kein Wunder, ne? Wir gucken mal, was Krokor sagt. Krokor. Was habt ihr da? Ich gebe euch 5 Steine dafür. Ja, ist gut. Dann bringe ich euch auch noch gerne mehr Greifeneier. Die gucken mich ja wenigstens nicht so an. Wie die Kaninchen. Das ist ja furchtbar. Naja, ich kann euch das gerne mal zeigen. Ich habe ein Frisuren-Styling-Kit dabei. Und da erkennt man sowohl an den neuen Frisuren, also das ist ein komplettes Umstyling-Kit sogar, an den neuen Frisuren und auch an den neueren Gesichtern, was sich da getan hat. Die alten Grafiken sind im Vergleich dazu detaillos und matschig, muss ich sagen. So, noch ein paar mehr. Ich bringe vielleicht noch 2 Greifen. Da ist schon wieder loses Erz. Das ist doch fein. So. Konnte ich damit fliegen? Oh ja. Man kann damit fliegen. Das ist gut. Jetzt noch ein und dann schauen wir mal, was das hier für den Albin jetzt wert ist. Wie viel Fortschritt auf meinem Balken? Vielleicht machen wir erstmal einen Veteranadler-Greif hier. Der gibt sicherlich auch schön viele Punkte. Dann sind wir auch bald schon Level 10 und können mit unserer persönlichen Geschichte loslegen. Das interessiert mich natürlich immer ganz besonders. Ich liebe einfach die Story. So, nimm das Ei, Utwein. Und jetzt walte deines Amtes als Chef-Eierbrecher. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. So, sehr schön. Das war jetzt etwas mehr vielleicht als ein Drittel. Und für den Albin? Ich recherchiere vorwiegend im Gasthaus. Ich habe ein paar. Nehmt sie alle. Ui, okay. Ach, das ist schön. Das ist toll. Dann können wir... Was ist denn eigentlich mit den anderen Sachen, die hier in der Hütte drin sind? Gucken wir mal. Handeln. Finger weg! Ich möchte das kaufen. Achso, ich möchte das kaufen. 3 Steine, kein weniger. Das kann ich mir nicht leisten. Ne, überhaupt nicht. Ach, das, ja, das war natürlich mein Dialog. Das ist, das habe ich vercheckt. Machen wir also weiter mit den Greifeneiern. Sowieso keiner mehr da, der die bewachen und ausbrüten könnte. Nö, 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 nö. Und überhaupt im kalten Schnee hier, da werden die doch nie ausgebrütet. Es wäre mir jedenfalls neu, dass Greifen ihre Eier auf den Füßen balancieren, so wie Pinguine. So. Vielleicht noch eine Sache. Wir ignorieren standhaft die Kaninchenbauer und wenden uns dem losen Erz zu. So. Da ist sogar noch eins, aber... Das lassen wir. Ich denke mal, die sind hier alle so mehr oder minder freundlich zu uns. Oh, guck mal. Ich habe was zu tun. Ja, schön hier geblieben. Zack. Das tut euch auch weh, wenn ich blocke. Und fertig. Im Ernst. Diese Felsenhunde haben jetzt auch dazu gezählt. Na toll. Doyaks haben gar keine Namen. Das finde ich schade. Ihr wart eine große Hilfe. Hier seht euch ein paar der Sachen an, die ich mit den Jotun gehandelt habe. Ja, dann zeig mal. Oh, ein antiker Jotun-Runenstein. Ich habe eigentlich keine Probleme mit meinem Leben, würde ich sagen. Ich behalte meinen Honigtopf und meinen Totem der Präzision. Yep.
Aber ich habe Schrott für dich. Nimm meinen Schrott. So. Es ist nicht mehr weit bis Level 10, ich würde sagen. Und ich hatte es ja schon mal angekündigt, dass wir uns Frisuren angucken. Oh, Entschuldigung, da musste ich mich mal räuspern. Dass wir uns Frisuren angucken und Gesichter, wenn er schon ein bisschen was geleistet hat. Also mit Level 10, denke ich mal, ist es schon ganz angebracht, dass wir da mal nachgucken können. Das ist ja für mich auch immer schon recht früh eine Frage, was kriegt der mal für eine Rüstung an? Habt ihr eigentlich gewusst, dass man die Kulturrüstungen, hier zum Beispiel die neuen Rüstungen, T1, T2 oder T3, eben die drei unterschiedlichen Stufen, die es gibt, dass man die viel günstiger im WVW kaufen kann? Das ist immer so eine Sache, die viele Leute nicht wissen, weil sie kein WVW betreiben oder spielen. Und die geben dann für die T3-Rüstung ihrer Kultur, das wäre jetzt, oh, das könnte ich euch einmal kurz zeigen, weil ich habe die Norn T3-Rüstung zum Beispiel. So, einmal Garderobe und Brust. Das wäre dann hier der Hirschpanzer für oben. Ach so, nee, wartet, Garderobe. Beinkleid, da ist das Hirschbeinkleid, Stiefel, die Hirschstiefel, nee, Waffe nicht, Schultern. Ach, Schultern kann ich noch nicht tragen. Ja, das ist natürlich blöd, weil die haben schöne Zacken. Kopfbedeckung. Das ist das Hirschding für den Kopf. Aber Handschuhe müsste ich schon noch tragen können. Ja, da sind die Hirschstulpenhandschuhe. So, das ist jetzt die teure Kulturrüstung für die Norn. Eben die T3-Rüstung, die ich jetzt hier als Skin über meine Klamotten ziehen könnte. Würde dann allerdings nur tatsächlich diese Klamotte hier betreffen. Ist ja kein Kleidungsset. Aber das hier kostet, boah, lass mich nicht lügen, etwas über 100, so 120 oder 130 Gold. Die gleiche Rüstung, also den Skin dafür. Denn kaum jemand wird die am Ende so tragen, weil das ist nur eine gelbe Rüstung, eine seltene Rüstung. Das ist keine exotische Rüstung, keine goldene Rüstung. Die trägt sowieso keiner. Und die Rüstung bekommt man im WVW für etwa 80 Gold. Also für viel weniger. Nur als kleiner Tipp, wenn ihr überlegt, für einen eurer Charaktere die Kulturrüstung zu holen oder auch für alle Charaktere, weil es dafür natürlich ja auch noch eine Erfolgskategorie gibt. Jetzt müsste ich mal gerade gucken, wo die ist. Vielleicht bei Held und bei... Nee, bei Händler vielleicht? Nee, das sind im Rüstungsschmied und so ein Gedönse. Mode. Ach, Mode. Natürlich Mode. So, des Kaisers neue Kleider ist der absolute Obererfolg dazu, zu der Kategorie. Da kriegt ihr halt eben auch einen schönen Titel, nämlich der Kaiser. Ansonsten müsst ihr halt alle Teile für die Kulturen kaufen. Ich habe fast überall die T1 und die T3-Rüstung, weil die einfach erschwinglich waren. Aber die T3-Rüstung ist halt meistens zu teuer gewesen. Aber jetzt gibt es sie auch im WVW und da ist sie viel, viel günstiger. So, kleines Schmankerl am Rande. Die Wegmarke habe ich jetzt gerade hier ganz unbewusst mitgenommen. Ich wusste gar nicht, dass es hier eine gibt. Wir haben hier noch ein Panorama, wir haben hier einen Heldenpunkt und einen Kaufmann. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, was der Kaufmann mir hier verkauft. Das ist hübsch hier. Guck mal. Ich glaube, das sollen warme Quellen sein. So wie das hier dampft, sind das warme Quellen. Ach, schau an. Oh, ich habe vergessen, mit Albin nochmal zu reden. Auch wenn es oberflächlich betrachtet unwichtig erschien, so hatte der Handel mit diesen Jotun einen erheblichen Effekt auf deren Stämme. Hoffen wir, dass diese Erfahrung ihnen eine Lehre sei und sie von nun an in Frieden mit ihren Nachbarn handeln treiben. Ein weiterer Bonus sind die runenbewehrten Blutsteine, die vom großen Wert bei der Entzifferung des alten Jotun-Sprache sein dürfte. Vielleicht
schaffen wir es ja nun doch noch, diese uralten Texte der Jotun zu dechiffrieren. Albin Schreiberling, Abtei Dormat. Naja, gern geschehen. Oh, Tatsache! Da! Das sind Thermalbesucher. Männlein und Weiblein. Okay, also der ist ein bisschen zu kalt, deswegen hat sie sich so tief reingesetzt hier. Gerade mal die Nase guckt raus. Hübsche Frisur ist das. Habe ich auch schon öfter überlegt. Einer neuen Frau. Ja, Grüße. Die Bärin gibt mir die Kraft, meine Beute zu besiegen. Oh, ach so, wartet mal. Ich setze mich kurz dazu. In voller Montur. Oh, wartet mal. Nein, nein, ich kann das ja auch ausziehen. Moment. Ich kann das nicht ausziehen. Wieso kann ich das nicht? Achso. Das muss ich dann in Ausrüstung machen. So, zieh dich mal aus, mein Guter. Dann sitzt man kann unter die Wasseroberfläche blicken, dann sieht das schon ein bisschen seltsam aus. So, wir können jetzt hier gemeinsam sitzen, wenn ihr wollt. Ja, ja, ja. So, dann können wir tiefsinnige Gespräche führen. Allerdings fürchte ich, kannst du nicht viel reden. Dein Mund ist unter Wasser. Nun gut, aber ist schön warm hier, da kann man mal ein Weilchen die Rüstung auslassen und mal die Tätowierung genießen. Der Händler hat einen Lederbeutel. Ich gehe am Stock. Verkaufen die hier eigentlich mal irgendwas anderes als einen scheiß Lederbeutel? Ja, grüß dich, Agmund. Am Popo. Das gibt's doch nicht. Wieso? Wieso denn nur? Boah, jetzt... Das ist doch blöd. So, unser Augenteil hier ziehen wir auch mal wieder an. So. Ich kann das nicht mehr sehen hier, das Leid mit den ganzen Beuteln. Blitzchen, Blattchen. Huch! Vier Nord in einer Wanne. Ich hab mich gerade wieder angezogen. Blitzchen, Blattchen, vier Nord in einer Wanne. Ich kann das auch. Guck mal, hier sitzen ja genau die beiden gleichen. Das sind genau die gleichen. Das sind die Zwillinge. Das sind die Zwillinge. Tatsache, das sind die Zwillinge von denen. Ist ja irre. Naja, gut. Dann schauen wir mal. Borison der Blaue, was der denn von uns will. Weidmanns Heil. Mit den heißen Quellen verfolge ich eine doppelte Strategie. Ich sitze im heißen Wasser und lasse mich einweichen. Dann gehe ich raus in die Kälte und kämpfe gegen ihren Diamanten. Das hält mich jung. Kommt her, dann kämpfe ich gegen euch. Ihr werdet meine Weisheit erkennen. Ich wäre dann mal soweit. So, und jetzt fürchte ich, wirst du dein blaues Wunder erleben. Ich bin nämlich ein Wiedergänger. Ich bin selbst furchtbar erstaunt, wie schnell und wie gut ich töten kann. Ja. Gut, dass man in den heißen Quellen bestimmt auch besonders gut heilt, denn ich fürchte, so wird es hier gleich ergehen. Bitte sehr, richtig schön sauber. Und jetzt zurück ins Gewirbel. Das waren doch mal gleich zwei auf einen Streich. Borison der Blaue, Heldenherausforderung bestanden und dazu noch eine Stufe, nämlich auf Stufe 10 aufgestiegen. Ach, das ist doch cool. So, hat er denn noch was für uns? Ihr müsst öfter. Nein, ich kann nur wieder mit ihm kämpfen. Entschuldigung, da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Belohnung der Stufe 10, persönliche Geschichte freigeschaltet. So, Dankeschön. Ach, wie schön, wir haben Post bekommen. Schamane Gamli vom Schrein des Wolfes hat uns einen Brief geschickt. Der Wolf ruft. Werdet ihr antworten? Seid mir gegrüßt, Bezwinger. Ich habe erst die Galkingen um Hilfe gebeten und sie hat mir dringend empfohlen, mich an euch zu wenden. Es geht um eine sehr wichtige Angelegenheit, die ich gerne mit euch persönlich besprechen würde. Bitte besucht mich am Wolfsschrein, so schnell ihr könnt. Möge der Wolf euch bis dahin segnen und leiten. Schamane Gamli. Okay. Ich werde sie mal noch nicht löschen. Das werde ich erst machen, nachdem wir die Geschichte auch gespielt haben. Die Krankheit des Lehrlings. Wolfschamane Gamli benötigt meine Hilfe. Sprecht mit dem Schamanen Gamli beim Schrein des Wolfes.
So, und jetzt haben wir hier einmal einen Hinweis, wo sich das Ganze befindet. Da sind wir schon gewesen. Ach, stimmt, da sind wir mit den kleinen Wölfen gelaufen. Ja, in Ordnung. Ich würde sagen, ich gehe dahin, nachdem ich mir dieses Panorama angeguckt habe und nachdem ich noch diesen Bereich hier freigelaufen habe. Denn wenn schon, denn schon, dann will ich auch die ganze Karte schön frei haben. Oh, das wird aber wahrscheinlich etwas schwieriger, darauf zu gehen, ha? Insofern denke ich, dass ich die persönliche Geschichte erst in der nächsten Folge unseres Let's Plays spielen werde. So, jetzt suchen wir aber erstmal hier einen Aufstieg. Und dann können wir nämlich ganz wunderbar von da... Na, ist das vielleicht doch nicht so schwierig? Einfach von da hinten aus? Kann man da einfach wirklich komplett so hochlaufen? Oh, das wäre ja schön. So, vielleicht hier schon. Nein, hier noch nicht. Ah gut, es gibt ganz viele von solchen Panoramen, bei denen man so einen ewig langen Aufstieg erstmal nehmen muss, aber aha. Das ist hier noch nicht mal irgendwie schwer zu erklimmen, das ist hier so ein seichter Hügel letztendlich. Aber wie immer in den Nornengebieten eine wunderschöne Landschaft. Rusch, 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 rusch. So, ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich denke mal, das Panorama ist das letzte dann doch, was ich mir jetzt noch hier angucke. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.